Wir waren mittendrin, in Workshops, in Seminaren, Interventionen vor Ort. Dann, Mitte März 2020, war plötzlich nichts mehr wie vorher. Und wir alle haben dann letztlich Online-Learning als Hilfe aus der Not entdeckt. Und jetzt ist es nicht mehr wegzudenken. Chancen und Grenzen von Online-Learning, gerade für die Pflege. Ein kleiner Einblick in meinen Beitrag beim Pflegekongress 2021. Nun mag man sich fragen, warum überhaupt Online-Learning, wenn es hoffentlich bald wieder möglich sein wird, sich zu treffen? Die Antwort ist einfach. Die Potenziale von Online-Learning sind enorm, gerade für die Pflege. Pflege, speziell die Hauskrankenpflege, ist durch große Flexibilität und unterschiedliche Dienstzeiten charakterisiert. Eigenständiges Arbeiten ist gefragt. Online-Learning geht auf alle diese Aspekte ein. Im letzten Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass es mit Online-Learning besonders gut gelingt, unterschiedliche Lernbedürfnisse zu berücksichtigen. Online-Learning ist zeit- und ortsunabhängig. Mit anderen in einen Dialog zu treten, gelingt besonders leicht. Natürlich ist das Ganze auch ein Paradigmenwechsel. Davor ist der Lehrende klassischerweise am Podest gewesen, nach dem Grundsatz Wissen ist Macht. Jetzt geht es vielmehr um Wissensaustausch. Die eigentliche Macht ist nicht mehr das Wissen per se, sondern das Teilen des Wissens. Ein Demokratisierungsprozess hat stattgefunden. Lehrende und Lernende übernehmen gleichermaßen die Verantwortung für den Prozess. Typischerweise sind E-Learning-Tools Podcasts, die man abrufen kann, wann immer man will. Aber immer mehr verbreiten sich Formate, die auf Vernetzung und Dialog aufbauen. Besonders wirksam sind Peer-to-Peer-Angebote. Teilnehmer und Teilnehmerinnen tauschen sich aus, lernen voneinander, auch über ihre Misserfolge. Zusammenfassend, warum E-Learning für die Pflege? Vier Aspekte sprechen dafür. Erstens, ein leichter Austausch von Lernmaterialien und Links. Zweitens, die Möglichkeit von Interaktion, auch ortsunabhängig. Und drittens, die zeitliche Flexibilität der Kommunikation. Schließlich, viertens, die Öffentlichkeit des Gelernten, wodurch ein dynamischer Lernprozess entsteht. Gebrauchsanweisungen und praxisnahe Tipps stehen im Mittelpunkt meines Inputs beim Pflegekongress 2021. Denn eins steht fest: E-Learning ist gekommen, um zu bleiben.